Hallo und herzlich willkommen zu Old But 4K, The Saints Row The Third. Ja, ach, ein Spiel von 2011, wo es THQ noch gab, dann sind sie pleite gegangen. So ist das nun mal, ja, mit vielen Firmen kann dies geschehen und dennoch ist das Spiel ganz witzig und auch okay für das, was es da sein soll. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, spielst du nochmal durch mit dem Kumpel, aber in 4K. Und genau deswegen sind wir hier, deswegen Anzeige. Wir haben Seitenverhältnis, Breitbild, 4K, Vollbild, bla 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 bla. Im Grunde genommen alles auf hoch, außer das hier fällt mir gerade auf. Das machen wir nochmal auf hoch. Szene-Details, Reflexionen, V-Sync habe ich auch an. Lass ich auch an. Ja, obwohl, machen wir aus. Aber in der Theorie dürfte das nicht so viel Problematik geben. So, und ich würde mal sagen, wir machen einfach fortsetzen. Ich bin natürlich wieder durch, aber ein bisschen was kann man ja trotzdem noch spielen. So ist ja nett. Und ja, willkommen. So, allgemein kann man nur sagen, dass das eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Es läuft bei 70 Frames. Und ja, kann man machen. Hier fehlt irgendwie einer. I win again. Das einzige Problem, was man jetzt wahrscheinlich auch schon sieht, die Texturen. Also die Objekte an sich sind alle recht ordentlich, würde ich jetzt mal so sagen. Hab jetzt zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise gesehen oder bemerkt, dass da jetzt irgendwie dass ich da irgendwie Probleme hätte mit Treppchenbildung oder dergleichen. Also die ist für 4K ist die wirklich gut. Also man guckt da jetzt einfach mal hin und dann, es sind einfach gerade Linien, so wie es sein soll. Also die Objekte sind gut modelliert. Das, was dann da doch nicht so gut ist, ist halt einfach die Textur. Ja, also wenn man hier so guckt, ist die Textur schon extrem hässlich. Die Charaktere sind okay, Saints Row mäßig okay, aber die Texturen sind wirklich schlecht stellenweise. Und das für 2011 ist schon eine Leistung. Da fällt mir ein, ich sollte vielleicht mal ausmachen, weil Gamer und so ein Shit. Wobei das ja nicht mehr so krass problematisch ist, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Aber ansonsten funktioniert das eigentlich ganz gut. Es geht so ein bisschen runter, je nachdem, was man denn macht. So bei 55 Frames kann es schon mal runtergehen. Normalerweise hält man aber seine 60 Frames. Aber, ja, sieht schon ganz nett aus. Wir gehen mal in den hier rein. Mach mal noch ein paar Verbesserungen. Wobei ich, glaube ich, gar nichts mehr momentan frei habe. Egal, wir machen mal einfach einen Auftrag und würde sagen, jetzt muss ich mal gerade drüber lesen. Wie war ich denn das? Ach, machen wir einfach anders. Wir machen einfach mal einen Auftrag in der Welt. Wir haben hier nämlich noch ein paar Professor Genki Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Tschüss.
Also wie gesagt, so allgemein würde ich sagen, Objekte okay, Texturen meh. Ja. Vor allem, wenn man hier auf die Wand guckt, das schon nicht mehr. Also, man kann es spielen, ja? So ist es nicht. Vor allem auch wirklich, ohne jetzt große Probleme zu haben, wie bei Mafia 2 zum Beispiel oder dergleichen. Aber so hundertprozentig schön sieht es natürlich nicht aus. Aber es, das Spiel geht ja auch eher um Witz. So, allgemein, die Beleuchtung ist aber noch weiterhin vollkommen in Ordnung. Okay. 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 Get ready for all the fun of bullets and body bags, folks. Let's watch the action. The Saints Capo is having no trouble with this arena. Ethical! Too close to the fire. Thank you, Double-Head Rich. You know, Bobby, I've been thinking of buying a gun. Really, Zach? What kind of gun are you looking for? Nah, never had one. Something easy to use. And what would you hunt with it? Nothing. My mother-in-law is visiting next month. Zach, I think you've been hanging out with Professor Genki too much. Might be true. Here comes the hunter. Those guys seem bigger every round. Mal dran vorbeirennen. People will be talking about this round for a while. This Saint is definitely not okay. Fireproof. I'd hate to be a mascot facing this contestant. This is unbelievable. The Saints Capo is having no trouble in this arena. Okay. This is turning into an exceptional match. Okay. Läuft. This is really amazing shooting. Thank you, Banner. They'll go home rich. And now the president is on the map. This is quickly becoming a performance for the record books. The contestant has left the arena. That was some incredible shooting. The winnings from this round are impressive. Cash like that will buy a lot of hookers and bobbleheads for the Saints. Got any change on you? Ich habe irgendwas abgeschossen. Ja. Sieht schon ganz hübsch aus. Ja? In gewisser Art und Weise. Nein. Also wie gesagt, für 4K muss man das Spiel mit Garantie nicht spielen, aber für den Witz kann man es definitiv mal wieder einlegen. Also es ist jetzt keine Meisterleistung in gewisser Open-World-Manier, sage ich jetzt mal, aber es hat halt den gewissen parodistischen Charme, den GTA zwar auch hat, ja, durchaus. Aber hier ist er so ein bisschen Holzhammer Fäkal-Humor-mäßig aufgebaut, sag ich jetzt mal. Wobei das in Saints Row 2 sogar noch schlimmer war. Aber man kann spielen. Ob man es tatsächlich nochmal spielen will, wie gesagt, kommt drauf an. I win again. Mit einem Koop-Partner
würde ich sagen, lohnt es sich definitiv nochmal reinzuschauen. So alleine. Ja. Wenn man ganz viel Lust hat. Ja, wenn man ganz viel Lust hat, dann schaut man da nochmal rein. Was könnte man denn noch machen? Amokfahrt. Die könnten wir noch machen. I can take a few more. Ja, wie gesagt, die Texturen sind wirklich äußerst hässlich. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Ah, wohin muss ich? Okay. Angel is too much time on his hands. Okay. Oh, someone saw that. Na, das schaffen wir doch nicht. Da bin ich zu oft hängen geblieben und das war vorbei. Damit ist vorbei. So eine Scheiße hier. Das machen wir normal. Normal machen wir das. So, diesmal war richtig. Sie ist zu mir gerannt und ich musste davon ausgehen, dass sie mich töten möchte. Oh, come on.
listening to Estella. I'm Gebron. Oh, someone sold it. And how about something that brings out your inner seductive? This is Este Reggaeton. Can't stop now. Angel even test this himself? Zu früh. That's right, checkpoint down. Hope someone saw that. What the hell is Angel thinking? Yay, geschafft! Also bei Explosionen kann es wirklich schon mal runtergehen auf 50 FPS, aber ansonsten ist es jetzt, wie gesagt, im Durchschnitt auf 60 FPS auf jeden Fall. Da gibt es also keine größeren Probleme. Nein! Ja, sie geflüchtet. So, was kann man denn noch als letzte Aufgabe hier? Bandkooperation kann man ja auch nochmal machen. Das ist jetzt nichts Großes. Tatsächlich seht ihr ja hier so eine leichte Bewegungsunschärfe. Das ist auf jeden Fall in der Nachbearbeitung, in der Bildnachbearbeitung drin. Allerdings ist das halt nicht trennbar von dieser Nachbearbeitung, heißt im Grunde genommen, dass man entweder damit leben muss. Oder man komplett auf die Bildnachbearbeitung pfeift. Und ich habe es jetzt einfach mal drin gelassen. Fighting me is suicide. Deswegen ist halt auch so eine ganz leichte Unschärfe drin, Bewegungsunschärfe, wenn man hier den hier macht.
Was ich natürlich nicht so geil finde, aber gut. Einfach mal Explosion. So, was kann man denn noch machen, schnell? Wir haben 22, komm, wir machen das noch. Teleportation war aber, glaube ich, nicht möglich. Oder? Wo ist denn dein gelbes Haus? Nein, habe ich nicht. Dann nicht. Wo ist denn Ihr Telefon? Ich brauche ein Fahrzeug. Ein großes Fahrzeug. Wo ist die große Fahrzeuglieferung da? Sure thing, dog. Shandy, trouble hits the crib. Listen, man, I don't think you're here for Shandy. Fuck you, dude, I love her. And when Shandy brings in an old friend. Hey, motherfuckers, let's see what I'm dealing with. He doesn't like what he sees. So what do you think, Pierce? Girls, wait. Mal wieder die Musik ausmachen. Meep, meep, motherfucker.
eine Scheiße. Oh, nee. So. Welcome back to Sad Panda's very own Sad Panda Skyblazing here at Genki Bowl 7. We've seen our contestant complete the first level of this course already, and just as expected, this Saint can soar with the best of them. No doubt, but eager to please the fans, Professor Genki has ordered the difficulty ramped up this second time around. Speaking of eager to please, let's check in down on the streets with our girl. Tammy, what do you got? I'm standing on a rooftop downtown with executives from several steel court banks. Champagne is being served by scantily clad women, while large bets are being placed on how this saint will perform today. What's the spread for today's match? Only those buying in are giving the numbers, but this wager may explain the 7 jumpers that were scraped off the street after the last match, Zach. Ooh, ouch. So that's why my bank closed down. No one stops this saint. Sad Panda, Zach. Why's that? Well, how would you like your face to be synonymous with unethical? But the unethical targets are the ones usually avoided, Bobby. So you're saying it's better to be ignored? No wonder she's so depressed. Well, they got the bonus cash as long as they can get off the roof in time. Oder habe ich eine verpasst? Yes, the rampage is about to begin. I am the beast. Bacharach Island is the target to land on for the contest. But the contestant has to hurt. Nicht mehr. Boah, ganz knappe Sache. This may be the longest time in the air any contestant on Genki Bowl has spent. What about the gorilla trapeze from Genki Bowl 5? You know, the only real airtime in that was the 2 seconds of free fall between fending off attacks from monkeys with machetes and falling to the carpet of buzzsaws. Here, you don't have that same risk. Good point, Bobby. You know, unless of course the parachute doesn't work. Or a plane flies into them. Right you are. Or let's say wild panda hunters on the ground start shooting. Gibt's hier auch einen, der rüberfährt? Now you're stretching it. More cash and more air from that ethical target. Gehen wir erstmal darüber. Time for the mascot. No one stops this saint. Oh, look out! The saint cleared the rooftop. Unbelievable! Ah, I love it. And here comes the chainsaw. Haben wir alle? Sind da selbst reingerannt? Okay. Nee, doch nicht. Da sind sie doch. Ich würde schon sagen. Na? So, wo ist der andere? Get ready for the rooftop, Bobby! So, damit soll es dann auch gewesen sein. Wie gesagt, Fazit ist im Endeffekt. Kann man spielen, aber jetzt alleine nur wegen 4K muss man es nicht spielen, weil man sieht die Texturen. Die sind jetzt nicht so geil, auch wenn die Modelle wirklich sehr gut aussehen und selbst ohne Anti-Aliasing im Endeffekt extrem gut aussehen.
Also das ist wirklich nicht schlecht. Ansonsten spielt es halt einfach wegen dem Witz. Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen. Naja, müsst ihr schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, spielt es selber. Ansonsten bis dahin. Arrivederci. Und schön mit Öl. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Individual performance I've ever seen since Ping Pong Polly were Thursday nights at Safeway. Oh, I remember that. Hey, Bobby, how about we go down to the lovely Tammy Tolliver, who is standing by with our new champion, Tammy. Thanks, Zach. You know, over the years, you've had your doubters. Some have said you were just riding on the coattails of more accomplished people. Is this vindication for you? Absolutely. Not just for me, but for all the kids out there watching at home thinking that they'll never make something out of themselves. Yeah, I just want to tell those kids, no matter what, work hard and anything is possible. Oh, what a great message to end on. Well, Zach, I spent years honing my craft. Murdering, robbing, assaulting, more murdering, light treason, murdering again. All so that when I got my shot, I would be ready. That's enlightening. But what? You gotta follow your dreams, kids. Because if you don't, you know what happens? You're gonna become your parents. How fucking depressing would that be? Think about it.